Willkommen bei Just Cause 3 mit dem Eistee. Wir sind hier in der fetten neuen Base gelandet, wo wir jetzt erstmal rumholzen hier, wie Wahnsinnige. Und nachher gehen wir mit den Seilen hier mal vorwärts. So, richtig knallt's hier, würde ich sagen. Was ist mit dem Tor los? Wir baggen irgendwo rum. Wieso baggen wir hier rum? Wieso baggen wir hier rum? Ich komme nicht weg. Ich bagge hier rum, ich sterbe. Puh. Ja, wir sind hier festgebackt. Da konnte ich jetzt nichts dafür. Ausnahmsweise mal. Wir hätten ja schon einige Tode verhindern können. Aber ja, wie auch immer. Neu geht es los. Wir ballern erstmal hier rein mit der Supermaschine. Einfach mal. So, und nun geht's los. Wir fliegen mal Richtung Base. Dieses Mal fliege ich hier durch. So. Also mal weg mit der Schüssel da oben. Dann haben wir die. Achtung, Raketenständer. Ich hätte einen Regenschirm mitbringen. Was für ein Raketenangriff. Ja, noch ein. Bam, 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 bam. Einen Schuss haben wir noch. So. Ich glaube, wir müssen da oben hin. Genau, kommuniziert jetzt mal. So, jetzt machen wir mit den Haken. Wir haben hier Helikopter. Hier ist auch ein Helikopter. Hier ist ein Heli. Hier ist ein Heli. Und nun geht alles zusammen. Bam! Ja, da staunst du was. Ein komischer Heli. Den müssen wir noch runterholen. Ja, komm mal her hier. So. Der hat sich ausgehelit. Dann nehmen wir den Benzintank hier runter. Was schießt jetzt auf uns wieder? Was schießt auf uns? Du! Du, geh weg! Ja, tschüss! Der nächste Benzintank. Den reißen wir auch kurz ab, so. Bodenunterstützung verfügbar, Rico. Ist das Gebiet bereit? Natürlich ist es bereit. Bring her! Was schießt auf uns? Was schießt auf uns? Irgendwas schießt ziemlich heftig auf uns. Sehe ich gerade nicht. Ah, der falsche Springer. So. Lebst du noch? Ja, ich glaube nicht. So. Ja, was haben wir? Da unten sehe ich Benzintanks. Wir gehen hier mal kurz hin. Hier sehe ich eine große Schüssel. Ja, die ist auch weg. Er hat uns hier gerade. Irgendeiner hat ein großes Gewehr und will uns damit ärgern. Das ist jetzt nichts. Die Kabel, die wollen gerade nicht so landen, wie ich möchte. Ja, da kam noch ein Hubschrauber geflogen. Was schießt denn hier auf uns? Irgendwas Großes. Da ist eh. Ist erledigt. Wir haben den Navajo freigeschaltet. Ich habe keine Ahnung, was der bringt. Der sieht hässlich aus. Also der ist schon geil, aber wir haben ja unseren supergeilen Heli. Ja, aber ihr seht, mit dem Haken, man kann ziemlich viel abreißen. So, wir fangen hier an mit dem Mörser-Wahnsinn, würde ich mal sagen. Da müssen wir dahin, wir müssen nach oben. Okay, wir müssen hier nach oben, geh weg. Wir müssen nach da oben. Hier. Zerstörungswut mit dem Mörser, da haben wir nur das zur Auswahl, nichts anderes. Dann muss das damit gehen. So. Ist den Weg allen Fleisches gegangen. Ja. Der geschätzte General will dort einen erstklassigen Wasserpark bauen. Und ihr werdet ihn lieben. Es gibt einige Gerüchte über eine Rebellion, die Infrastruktur der Regierung Stück für Stück zerstört. Und ich möchte anmerken, dass diese Gerüchte falsch sind. Einige Gebäude stürzen einfach ein oder explodieren von selbst. Das ist ganz natürlich. Das nennt man Entropie. Steht im Lexikon, Medici.
Er schießt gerade nicht. Wieso schießt er nicht? Jetzt. Der Berser ist irgendwie für den Arsch. Ja, aber wir haben hier unsere Haken, wisst ihr was? So, wir machen jetzt mal Mass. Herausforderung neu starten. Wir machen jetzt mal eine Haken statt Mörser Mission. Jetzt muss ich nur schauen, wo wir anfangen. Ich denke, wir fangen bei den Benzintanks da unten an. Mit dem und dem. So. Dann. Satzschüssel. Die ganzen Türme, die sind ein bisschen fragwürdig. Ich weiß nicht, ob die kaputt gehen mit. Es müsste eigentlich gehen. Wenn ich jetzt noch den hier. Okay, jetzt zu weit weg. Jetzt geht's. Jetzt ist irgendwas in der Luft gegangen. Jawohl. Ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Jetzt hier. Ist er kaputt? Er ist auch kaputt. Okay, der ist auch kaputt. Haben wir hier oben irgendwas? Ja, wir haben hier was. Wir haben den Benzintank. Heul nicht. Aus. Wir haben noch ganz wenig Zeit, offenbar. Ja. Hat das für was gereicht? Hey, bam! So sieht's aus. 5 Sterne mit dem Haken. Gut. Wir haben irgendwas freigeschaltet. Kugelsicheres Glas. Was ist das eigentlich genau? Verlassen? Wir haben... Auf dem Bildchen sieht es gut aus. Fragt mich nicht, was das ist. Granaten explodieren, also sobald sie einen Gegner treffen. Okay, ja gut. Wieso nicht? Ah, das ist geil! Zielsuchgranaten suchen Chaos-Objekte zusätzlich zu Gegnern. Das ist sehr lustig. Ja, und wir haben noch eine kleine Tour mit dem Wingschrott. So, los geht's. 34er. Müsste machbar sein. 5000 das Ziel. 29 verbleibend. Ja. Das heißt Minimum 15 perfekte Ringe. Los geht's. Jawohl. Noch 14 perfekte Ringe. Noch 13. Ich weiß gar nicht, wie groß die Strecke ist. Okay, der hat nicht gezählt. Noch 12.
Noch 11 mit dem ersten. Nicht gezählt. Noch 10. 9. 8. 7. Fuck. Okay, das ist gar nicht so einfach. Ja, wobei, das gab jetzt schon 3 Sterne. Ja, gut, komm, schaffen wir schon. Nochmal. Los, nochmal. Ab, ab, ab hier. Wir machen hier jetzt LA Beast. Und dann läuft das hier. So. Also. Perfekt. Der kommt auch gut. Jawohl. Der kommt auch gut. Der kommt auch gut. Jawohl. Ein bisschen kritisch, aber jetzt. Ich glaube, der unten ist halt schon gemein. Also der nicht, aber der da vorne. Wir hatten vorher einfach zu wenig Speed, das war das Problem. Ich ziehe mich darum mal an. Wow! Jawohl, besser geht's nicht. Besser geht es nicht, sage ich euch. Das war übergeil. 36.000. So, pam. Nächstes Örtchen. Das wartet. Und irgendwie ist das gerade gefreezed hier. Ja, jetzt dachte gerade, ob hier das abgekackt ist. Ich glaube, ich habe aus Versehen nochmal geladen. Genau, heraus. Ja. Beenden. So, ja. Wo möchten wir denn hin als nächstes? Hier? Gehen wir wieder mal in ein Dörfchen. Zur Abwechslung. Mal schauen, was uns da erwartet. Haben wir auch noch Raketenwerfer, Muni? Mal schauen. Die 3 ist leer. Okay, die 3 ist leer. Ja, wir können auch mit dem Haken wüten jetzt. Das geht genauso gut. Das ist eigentlich unser bester Raketenwerfer, der Haken. So. Wir müssen dieser tobenden Pestilenz als ein Volk entgegentreten. Ich weiß, dass ihr Angst. Okay, was haben wir da vorne? Plakat, das ist zu weit weg, vielleicht so. Ja. Gibt es hier hinten auch noch eins? Das ist ein anderes. Hier gibt's. Was macht der Heli hier? Ist der doof? Hier ist irgendwie voll der Krieg. Je höher der Baum, desto tiefer der Fall. Das stimmt. Okay, was haben wir hier? Der Generator. Ich sehe hier gar nichts. Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Ich sehe hier. Hä? Das kann doch nicht sein, dass hier nichts ist in der Wulerei-Station. Verstanden. Verstärkung ist unterwegs. Waffen, oi. Wir haben gute Waffen erhalten. Was fehlt uns noch? Ein bisschen Verwüstung. Ich will niemanden vermissen. Okay, die haben wir. Hier Zentrale. Wir schicken Bodentruppen zu eurer Position. Wäre noch ein Radarsystem. Ich glaube, hier anzufangen. Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. Ist die beste Position. Ich hoffe, es sieht euch nur keiner. Wenn natürlich hier einer um die Ecke gefahren kommt. Ich finde den Hubschrauber geil hier.
Ja. Zurück zur Tagesordnung. Ziel ist entkommen. Okay, wir haben hier 4 Kameras. Da ist mal eine. Ja. Blup. Da drüben ist die zweite. Wow. Fast zu weit geflogen. Und die nächste war irgendwo da hinten. Deaktivieren. Deaktivieren wir die Maschine mal. Das war's dann auch. Nur noch die Flagge hissen. Hui. Hey, Rico, wir stehen alle hinter Ihnen. Genau. Rico hat bald das halbe Land hinter ihm. Olivia Moro, Bassetour. Und wir haben noch eine Granatenexplosion, noch irgendeine Herausforderung. Wieder ein paar Sachen haben wir hier, aber als erstes natürlich das hier. Tritt Richtung Freiheit. Nee, nicht mein Lieblings. Das Lieblingsding ist definitiv das mit dem Haken. Ja, die sind auch geil hier, die Crashbomben. Los geht's. Schauen wir kurz den Weg. Das Ziel ist da vorne. Das heißt, wir fahren. Wir könnten hier entlang oder. Ja. Die Frage ist halt, wie kommen wir in diesen Tunnel? Ich glaube, nee. Rechts abbiegen und einfach alles der Straße nach. Das ist, glaube ich, am schleusten. Aber wo biegen wir rechts ab? Ich kann nicht weiter hinzoomen, ich sehe das nicht. Ach, das ist unter uns. Wir müssen einfach rechts fahren. Ja, wir haben hier die obergeile Mühle. Falls Sie in Olivia Moro wohnen, wissen Sie es vermutlich schon, aber Ihre Stadt wurde befreit. Sollten Sie einen Soldaten der DRM sehen, bitten Sie einfach einen Rebellen. Ich tue nur mal schnell die Strecke absuchen. Pace e Libertate. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich sehe das nicht mal. Wo sind wir denn jetzt hingefahren? Ganz so schlecht wäre es nicht mal. Ja, komm. Neustart. Wo müsste ich denn durch? Der Start war eben schon ein bisschen kritisch. Weil wir verlieren am Anfang jetzt mega viel Zeit, ne? Bis die Mühle mal läuft. Haben wir schon Zeit verloren. Was ist, wenn wir jetzt hier runtergehen? Direkt hier. Ja, da unten ist der komische Tunnel. Und jetzt ist nur die Frage, die Richtung würde stimmen. Die Geschwindigkeit stimmt nur nicht. Und hier kommen wir jetzt nicht rein. Das ist ein Kack. Ja, dann müssen wir oben durch. Geradeaus, der Straße nach, runter und... Ja. Okay. Probieren wir's. Man kann ja auch erst den abnormalen Weg probieren, bevor man den normalen Weg probiert. Wieso nicht? Könnte sein, dass wir irgendwie einen geilen Weg finden. So, jetzt aber Vollgas. Gib Stoff! Gib Stoff hier. Vollgas. Ey, das ist so eine Mühle, der Bus. Ja, und schon haben wir Zeit verloren. Okay, bis jetzt sehe ich auch noch nicht unbedingt eine große Abkürzung. Wir fahren jetzt einfach mal ins Ziel und schauen, wie viele Punkte. Verstärkung ist unterwegs. Das wir machen. Hier war es links, glaube ich, ja. Zusätzliche Truppen sind unterwegs. Ganz kleine Abkürzung, aber. Wir fahren halt auch voll langsam. Oh, geil. Wir haben dich gewarnt. Der gibt mir Speed. Der, der mir eben hinten reingefahren ist, der gibt mir Speed. So, jetzt.
Das ist ein Fünfer. Das ist ein perfekter Parkplatz, ja. Pam! So sieht's aus. Turbotriebwerk! Ach, das ist für das, das ist Müll. Ja, gut, egal. Nächste Freischaltung, mehr Sprengsätze. Das ist auch gut. So. Also hier hat es auf jeden Fall gut geknallt. Das ist halt, ja, wie gesagt, das Problem ist, diese Triebwerke sind... Ich kann sie mal anmachen, aber es bringt eigentlich nichts. Das hier ist auch noch neu. Und das hier. Das ist ein Rennen. Hier ist noch eine Mini-Dings. Dann gehen wir schnell hin. Wir befreien das Dorf noch schnell, bevor wir das... Bevor wir hier wieder wegfliegen mit dem Wingsuit. Das muss ja so ein Mini-Teil sein hier. Da gibt es eine Statue, einen Lautsprecher und fertig. Ha! Das ist schon fast eine Frechheit. Den reißen wir ab. Oh, war ich das? Wo ist die Flagge? Da unten. Mögliche Rebellenaktivität. Genau, mögliche Rebellenaktivität genau neben dir. Aber es ist zu spät. Keine Verstärkung. Okay, einen Sprint haben wir noch freigeschaltet. Ja, jetzt geht's erstmal los mit dem. Mit dem Dingens da oben. So, hoch geht's. Einmal hoch und dann. Ich laufe jetzt kurz, bevor ich wieder in alle möglichen Richtungen wegspicke. Wir haben jetzt schon mindestens drei Sachen hier. Neuigkeiten. Die Rebellen haben Vico Tokta befreit. Aber haben wir das nicht schon? Nee, haben wir nicht. Kampf. Okay. Wir haben nachher noch die... Wow. Ein langes... Langes, schönes Flugdings hier. Aber ich sage euch was. Die schönsten und längsten, die kommen erst noch. Der da unten ist, der ist mir zu blöd. Die waren mir jetzt echt zu heiß. Und so reicht das natürlich nicht. Ja, das ist jetzt so eine Sache. Wir haben jetzt die einen versaut, aber die waren echt... Um die zu holen, das wären die zwei gewesen, ne? Aber ey, die sind mega schwer. Weil die sind so tief und so an einem Assi-Ort. Ich versuch's mal. Aber kann auch sein, dass ich da irgendwie voll in die Wand rassel dann. Ja, wir versuchen's mal. Okay, der war nur großartig. Der auch. Ist jetzt eh egal, jetzt haben wir eh schon ein bisschen versaut. Ich versuche jetzt mal die da unten zu holen, aber ich glaube, die sind... Weil hier unten durch und dann Kurve und hier alles mögliche Scheiße, seht ihr? Genau das passiert dann. Einen Versuch geben wir noch, ansonsten heben wir uns das auf für später. Ich weiß zwar nicht für wie viel später, aber... Puh. Einen geben wir noch. So, los geht's. Yay! Charge!
So. Der sieht gut aus, der auch. Jetzt müssen wir ein bisschen mit dem Tempo runterkommen. Und hier ist der Baum. Ja. Und jetzt kommen wieder die hier. Ja, das ist unmöglich, ne? Kannst du knicken. Ja, ich lasse das jetzt mal. Machen wir die ein anderes Mal. Irgendwann später. Ich glaube, es gibt zwar keine Steuerungs-Upgrades. Aber wer weiß. Wir machen erstmal das, was wir sowieso können, um jetzt einfach mal die Mods freizuschalten. So viel es geht. Und danach machen wir den Rest. So, hier ist ein Bootsrennen. Ich hoffe natürlich mit einem... Wir haben immer dasselbe Boot, ne? Immer das Pescapada SS. Ja, Start. Und auch hier fehlt uns nämlich noch das doppelte Nitro. Ich frage mich immer noch, wie man Boote sammelt, ne? Ganz am Anfang, als man das erste Mal die Garage hat, das sagt einem Rico, wie man denn ein Boot in die Garage bringen soll. Und dann antwortet Rico, ja, keine Ahnung, du bist doch der mit dem Haken. Verratst du es mir. Ich hüpfe hier, weil sich das Nitro dann sofort auffüllt. Aber ob das was bringt, ist die andere Frage. Das bringt definitiv nichts. So. Ich hätte einfach so gerne das Nitro 2. Wie viel Ringe brauchen wir eigentlich für das? Ich meine, angenommen, wir bräuchten nur... Warte mal, Mods, Schiff, Nitroschub 2. 20 von 27. Also wir brauchen einmal 3 Ringe und einmal 4 Ringe mit dem Boot. Und dann haben wir den vollen Nitroschub. Dann würde ich sagen, wir fahren das jetzt einfach gemütlich, ohne irgendwelche Experimente. Und wenn wir dann den 2er Nitroschub haben, dann können wir dann immer noch nochmal machen und dann mit Vollgas hier durchlochen. Anstatt dass wir jetzt hier 20 Versuche brauchen. Die Strecke ist wenigstens nicht so lang. Geht noch. Geht noch einigermaßen. Naja, passt. Da vorne ist auch schon bald das Ziel. 4 Ringe. Ich ärgere mich natürlich jetzt ein bisschen, wenn wir es ganz knapp nicht schaffen. Wahrscheinlich 15 ist die Zeit für Gold. 14, ja. Wegen den 700stel haben wir es nicht, aber egal. Wie gesagt, sobald wir den Nitroschub 2 haben, dann sind wir viel schneller unterwegs. Und dann machen wir das dann. Ja, next. The next one ist das Sprint. Das Sprint haben wir noch offen. Irgendwie spammt mich gerade voll hier im WhatsApp. Ah, keine Ahnung. So. Moment. Jetzt haben wir hier so eine Guffelkarre. Ich habe da was falsch gemacht. Wir machen natürlich das Sprint. Aber nicht mit dem Windhund. Jawohl. Manchmal ist es halt nicht verfügbar.
Aber wenn es verfügbar ist, dann ist es klar, welches Auto wir nehmen. Ja, das hier. Die Kiste läuft, die läuft, die läuft, die läuft. So. Und wenn auch noch eine Straße kommen würde, würde sie noch mehr laufen. Jawohl, hier. Hier ist die Straße. Und da holen wir jetzt so viel Zeit auf. Da kommt die andere Karre niemals ran. Niemals. Das Formel 1 Auto ist echt das beste Auto hier. Für diese Rennen. So, sowas bräuchten wir in Schiffsform. Das wäre richtig krass. Wow, Schanze. Okay. Yay! Das ist aber eine lange Strecke. Wenn man das mit der komischen Karre da machen müsste. Okay, wir haben eine Minute gebraucht. Wie viel Zeit hätten wir da haben können? Wahrscheinlich eine Ewigkeit. Landturbosprung 2. Landniederschub 2. Kriegen wir bald. 1,10, nur 8 Sekunden. Aber im Ernst jetzt, wie soll man das mit der anderen Karre schaffen? Und wo gehen wir nun hin? Was fehlt uns eigentlich von hier? Da unten. Ich denke, da oben werden wir nichts mehr finden. Vielleicht hier, wer weiß. Dass hier noch irgendwie was Kleines ist. Wo sind wir überhaupt? Ah, wir sind da oben in dem Gebiet. Das Gebiet haben wir eh, oder? Ja, das haben wir sowieso. Dann gehen wir ins nächste Gebiet. Gehen wir nach da unten. Das Problem ist jetzt allerdings, wir müssen irgendwie... Wir müssen wieder irgendwas Fliegendes haben, sonst kommen wir da nie an. Und dafür starten wir hier. Oder? Oder was wollen wir machen? Wir können natürlich auch noch diese... Hä? Nur noch Flagge hissen? Was ist denn? Haben wir hier schon alles abgerissen oder was? Vielleicht mal früher beim Vorbeifliegen oder so, ich weiß es nicht. Es kann natürlich sein, dass wir hier mit dem Chat mal durchgekommen sind und irgendwie Bomben abgeworfen haben und halt dann... Achso. Flagge hissen, okay. Und gleich nebendran war noch ein... Ja, noch ein Sprint. Diese Stadt. Das nächste Sprint ist gleich da vorne. Weil da drüben ist auch noch eine Stadt und das ist auch nur so eine Mini-Stadt mit ein Plakat, zwei Lautsprecher. Gehört jetzt wieder dem Volk. Das machen wir dann auch noch. Aber erstmal kurz zu dem Sprint da vorne. Hoffentlich natürlich auch mit der Formel 1 Kiste. Ja. So. Landrennen. Mit einem TÜV. Mit einem Motorrad. Ich will kein Motorrad. Definitiv nicht. Ich will das hier. So. Das Motorrad ist schon auch stark, aber... Endlich bin ich wieder stolz, ein Sohn Medicis zu sein. Los geht's. Macarello wurde aus dem Würgegriff von Diravellos Truppen befreit. Ein großer Schritt Richtung Freiheit für uns alle. Vielleicht wäre hier das Motorrad doch nicht so verkehrt. Auf der komischen Strecke ist nämlich das Auto hier nicht so gut. Ja, das ist natürlich jetzt eine ganz blöde Strecke. Für das Formel 1 Auto. Aber wir werden sehen. Weil mit dem Motorrad
Ja, okay, wir. Das ist auch eine Verarschung hier. Die Treppe hochfahren müssen wir. Mit dem Motorrad geht das, ja. Mit dem F1-Wagen. Ich glaube, hier wäre wirklich das Motorrad besser. Aber was soll's, wir fahren jetzt ins Ziel mit der Kiste. So schlecht sind wir gar nicht. Jetzt haben wir die Fünferzeit verloren. Da vorne ist das Ziel. Aber ein Vierer ist es. Ja. Okay. Noch drei Zahnräder, dann haben wir den Nitroschub Nummer 2. Ja, erstmal die Tafel weg. Jetzt haben wir zwei Lautsprecher. Da oben ist einer. Wir verlieren die Kontrolle. Schickt Unterstützung. Ja, ja. Feindaktivität. Alle Einheiten hier mit eurer Unterstützung. Ich muss das Ding abreißen, so. Wir schicken Boote zu eurer Position. Nee, Boote will ich nicht. Bringen wir es hinter uns. Geh weg mit den Booten, so. Ganz schnell noch erobert. Bevor die Boote hier kommen. Vico Gamba. Eine Stadt nach der anderen. Da draußen müssen wir hin. Ich sehe hier auch schon mit was? Mit dem hier. Ein Wasserflugzeug, das ist auch geil. Ist zwar ultra langsam. Hallo? Gute Nachrichten, Freunde. Vico Gamba wurde von den Rebellen befreit. Die DRM. Also ich muss wirklich genau geradeaus fahren, dann beschleunigt die Kiste. Und jetzt kann ich abheben. Was für eine Mühle! Jetzt läuft es zwar schon auf 2,50, aber trotzdem. Es ist ja brutal. In welcher Richtung ist es eigentlich? Das ist jetzt von dem Gebiet hier. Ja, wie auch immer. Gehen wir mal hin. Sie befinden sich auf Sperrgebiet. Verschwinden Sie! Ja, ich weiß, dass das Sperrgebiet ist. Ist auch nicht unbedingt die beste. Weißt du was? Ich habe eine Idee. So, wir gehen jetzt hier raus und schießen mit unserem geilen Gewehr darunter. Mal schauen, was passiert. Okay, die kommt nicht so weit. Wir sind zu weit oben jetzt. Ah, sieht nach einem Betriebsunfall aus. Okay, wir sind nicht so weit oben. Wir schießen jetzt mal ein bisschen darunter. Jawohl. Wir gehen mal ein bisschen weiter runter hier. So, das reicht. Okay, was fehlt uns noch? Uns fehlen noch Treibstofftanks. Ich denke, das sind die, die da unterhalb der Plattformen sind. Ja, könnte sein. Das sind auch die zwei Dinger. Aber ich glaube, die reißt sich jetzt so ab mit dem. Wir haben Feindkontakt. Alle verfügbaren Einheiten hierher. Okay. Ein Tank fehlt uns noch. Unsere Seestreitkräfte sind unterwegs zu euch. Uns fehlt noch ein einziger Tank. Wo ist der? Was ist denn der? Hä? Hier unten ist er nicht. Karte? Ah, da! Wusste, dass die da unten. Pam, so. Ich würde sagen, ich mache mal Feierabend für heute mit dem Aufnehmen. Genug
rumgemäht. Der wird jetzt die ganze Nacht rennen hier. Ich habe keine Ahnung, wie viele Folgen aufgenommen. Aber ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Eistee. Ciao, ciao.